Verehrter Herr Vater, auch wenn ich wegen der strengen französischen Zensur auf eine sichere Gelegenheit warten muss, diesen Brief nach London abzuschicken, möchte ich euch doch von meinen extraordinären Fortschritten hier in Paris berichten. Gestern wurde mir die Ehre zuteil, mein Trompettspiel in Versailles vor seiner durchlauchten Majestät präsentieren zu dürfen. Mein Erfolg war derart, dass mir der König nach dem Konzert einen wertvollen Notenband mit Vertolis überreichen ließ. Ich glaube, verzeiht diese Eitelkeit, wenn die Trompette Marie immer so eklatant gut gespielt worden wäre wie von mir, wäre sie trotz ihrer üblen Launenhaftigkeit eines der beliebtesten Instrumente. Sehr geschadet hat ihrem Ansehen in Frankreich allerdings, dass ein hier sehr bekannter Theaterautor namens Molière nicht umhin konnte, die Trompette Marie in seinem Bourgeois Gentilhomme Ridicule lächerlich zu machen. Ich glaube, demselbigen Monsieur Molière wäre das Lachen, wenn er nicht sowieso schon seit einigen Jahren tot wäre, vergangen, hätte er mich gestern mit den besten Musikern Frankreichs mein Premier Concert vor dem König spielen gehört. Verehrter Herr Vater, ich muss euch noch einen schönen Dialog erzählen, so der König und ich nach dem Konzert gehalten. Ich wollte, dass dieses euch so von Herzen lachen macht wie mich. Mir war die Gnade zuteil, seine Majestät vor dem Coucher, dem Zu-Bett-Gehen, in seine Toilette, sein Kackkabinett zu begleiten. Sein Kackhaus ist so groß wie ein ganzer Theatersaal. Monsieur war zu konzentriert auf seine Verdauung, um mit uns zu sprechen, ließ nach langem Stillschweigen aber einen großen, lauten, mit Verlaub, Fahren, wendete sich zu mir um und sagte: Was war das, Monsieur? Ich drehte, zum Entsetzen aller Anwesenden, den Hintern zu ihm, ließ einen Streich im selbigen Tone und sagte: Das, Monsieur. Daraufhin sagte ein wagemutiger Kammerherr: Wenn es nur darum geht, so habe ich dazu ebenso viel Lust wie Monsieur, und ließ auch einen Braten gehen. Daraufhin gingen wir alle aus dem Kabinett heraus. Das sind königliche Konversationen, wie ihr seht. Und sollte man doch so kuriös sein, meine Briefe aufzubrechen, so offeriere ich dem, der als erster diesen Brief vor euch öffnen und lesen sollte, diesen Weihrauch. Nach dem Coucher ging ich trunken von meinem Erfolg, wie Erfolge, nach Hause in meine Kammer. Seine Majestät hatte mir, sobald eine solche frei würde, eine Stelle bei dem königlichen Trompette Marie in Écrémore du Roi versprochen. Inzwischen fand ich ein Engagement am Théâtre de la Foire als Tänzer und Arlequin. Meine Arbeit dort machte mir trotz des geringen Verdienstes viel Vergnügen. Vor allem, seit die hübsche Tochter des Prinzipals zu uns gestoßen war. Pantalone zu einem Stelligein im Garten seines Hauses verabreden und steckt ihm deshalb ein Brief zu. Pantalone verliert dieses Haus,
Als Arlecchino diesen Brief findet, beschließt er auch zum verabredeten Rendezvous zu kommen. Abends im Garten. Abends. La luce, per favore. Im Garten, durch welchen ein Bach fließt, mit einer Brücke. Brücke? Il ponte! No! Il ponte! Cretino! Ecco il ponte! Qui! Il ponte, i brecchi di Padalone e la terra in musum all'itina di Langen. Werden die beiden liebenden Kinder wieder von Arlecchino gestört. Endlich, sie sind gestört wie ein Leid und Arlecchino pustet Arlecchino zu ihrer Anfläche ein schlafendes Gesicht. Arlecchino setzt ein. Seconda parte. Ah, Arlecchino, un Pantalone torna il montan in Garten. Pantalone fordert Arlecchino eine Kuss als Liebesbeweis. Arlecchino gibt sich süchtern und will den Kuss nur geben, wenn Pantalone sich das Auge verbinden lässt. Pantalone willigt ein und wartet mit verbundenen Augen auf den Kuss. Unterdessen ist Arlecchino erwacht und torkelt benommen durch die Garten. Er gerät zwischen Arlecchino und Pantalone. Und erhält von diesem einen dicken Kuss. Pantalone reißt sich die Tuch vom Kopf. Er erkennt Arlecchino und jagt ihn mit Prügeln aus dem Garten. Nun steht Pantalones Liebesglück nicht mehr im Weg. Thank you.